ein Cappuccino im Pfandbecher, das ist doch mal was. Nachhaltigkeit, ja, das ist ein großes Thema im Moment, auch in Fürth. Wir sind jetzt ein bisschen unterwegs in puncto Nachhaltigkeit und als erstes gucken wir ins Nachhaltigkeitsbüro zum Fairtrade-Beauftragten. Also mein Job ist, ich würde sagen, in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist informieren, sprich Vorträge oder auch mal in Schulen gehen oder Veranstaltungen organisieren, einfach um den Begriff Fairtrade bekannter zu machen, zu erklären, was steht dahinter. Der zweite Teil ist die engagierten und Organisationen, Unternehmen, die bereits sehr viel für den fairen Handel machen, zu unterstützen in ihrer Arbeit. Da geht es um Fördermittel, da geht es aber auch um ganz praktische Sachen. Und das dritte ist, vor der eigenen Haustür kehren. Also sagen, wie können wir als Stadt unseren Einkauf Stück für Stück immer noch fairer gestalten. Auch hier in der Gustavstraße im ehemaligen Pfarrhaus findet heute ein Pop-up-Event-Shopping statt. Natürlich Fairtrade. Und Philipp vom Nachhaltigkeitsbüro öffnet die Tore. Also Fürth ist sogar zurzeit die Fairtrade-Hauptstadt in ganz Deutschland. Wir haben noch bis Ende des Jahres diesen schönen Titel. Die Anforderungen an Fairtrade-Städte sind relativ niedrig. Da geht es darum, einen Beschluss zu fassen im Stadtrat. Dann geht es darum, dass bei allen Sitzungen des Stadtrats und der Gremien fairer Kaffee und fairer Tee ausgeschenkt wird. Dann muss es eine Steuerungsgruppe geben, die aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung besteht. Und dann regelmäßige Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen. Wir sind in dem Unverpacktladen Kleegrün am Grünen Markt. Hier geht es bestimmt etwas anders zu wie im Supermarkt. Ein Mehraufwand? Wir schauen uns das ganze Geschäft mal an. Wie kommt denn die Ware an und wie wird sie dann zum Verkauf verpackt? Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Wochenmenge, die wir von unserem Großhändler bestellen bei Bananera. Die sitzen Gott sei Dank in Tennenlohe bei Erlangen und beliefern eigentlich ganz Deutschland. Wir haben da zum Beispiel ganz banal Leinsamen, 20 Kilo Sack. Also wenn man das in handelsüblichen Mengen jetzt in einem Plastikbeutel kaufen würde, dann sparen wir hier schon mal 400-500 Gramm Verpackung. Dann haben wir Nudeln. Da vorne sind auch Nudeln, auch je 10 Kiloweise verschiedene Nudeln kommen aus Italien. Wir haben auch Plastik tatsächlich. Das sind tatsächlich Pfandcontainer, also da tun wir, da zahlen wir 1,50 Pfand dafür und nochmal 1,50 für den Deckel. Und die gehen wieder zurück und werden gereinigt entsprechend und werden wieder befüllt. Das ist zum Beispiel ein Fertiggericht, ne? Also einfach heißes Wasser drauf. Deswegen ist auch dieses Glas so leer. Einfach heißes Wasser drauf und man hat ein Essen. Senf in Pfandgläsern. Also auch eine tolle Sache. Ne? Das ist ein Pfandglas, das kann man in jedem Supermarkt überall einfach wieder zurückgeben. Und gerade die Älteren, die bei uns einkaufen. Ne? Wir haben ja eine ganze komplett gemischte Kundschaft eigentlich. Und gerade die Älteren sagen, das ist ja wie früher. Es gibt ja viele, viele Dinge, die müssen frisch gehalten werden, also da darf keine Feuchtigkeit reinkommen oder es darf im Gegenteil nicht austrocknen. Und gerade diese Branche jetzt, die Unverpacktbranche, ist natürlich, es geht nicht darum, Kunststoffe zu verteufeln, sondern es geht darum, dass die richtigen Kunststoffe eingesetzt werden. Also das hier zum Beispiel, das sind jetzt Kunststoffe, die werden aus natürlichen Materialien gemacht, Maisstärke zum Beispiel oder Öle, Rapsöl zum Beispiel ist ein wichtiger Werkstoff, um alternative Kunststoffe herzustellen. Ne? Und wenn man die ins Meer schmeißt, dann sind die nach 4-5 Jahren weg und zwar ohne giftige Rückstände. Gut, also oben im Laden sind jetzt gerade die Penne aus, die sind jetzt bei der Lieferung dabei gewesen. Jetzt haben wir hier 10 Kilo Penne, Hartweizengrieß, Bio-Qualität natürlich. Das ist ein Sack, den kann man ganz gut noch heben.
Wir haben Hygienevorschriften, das heißt, zum einen müssen wir überall das Mindesthaltbarkeitsdatum aufbringen. Das machen wir einfach mit so einem Stift hier. Inhaltsstoffe natürlich direkt auf die Packung bringen kann, können wir nicht. Ja, und von daher, ich muss jetzt das Schild hier drauf machen. Und der Unterschied ist halt der, die Gewinne, die man als Discounter macht, wenn man das nicht berücksichtigt, die werden natürlich privatisiert, die Folgekosten, die werden sozialisiert. Ne? Ich war jetzt schon lange nicht mehr am Meer leider, aber ich höre immer wieder, ja, wenn man in Urlaub fährt, hat man halt mittlerweile da die ganze Plage mit am Strand. In Fürthstadt gibt es einige Stellen, da werden Lebensmittel gerettet. Was ist das gerettete Lebensmittel und für wen sind die und wo bekomme ich die? Die Sachen sind hier für alle Leute, die kommen. Das können Leute sein, wo nicht allzu viel im Geldbeutel ist. Das können Leute sein, die einfach dagegen sind, dass Lebensmittel weggeschmissen werden und sie verwerten wollen. Das ist ganz unterschiedlich, sowohl vom Alter auch als ja, wo sie herkommen. Aus der Tonne oder woher kommt das vielfältige Angebot? Wir dürfen das offiziell abholen und das steht in der Regel in Einkaufswägen im Kühlhaus. Also wird auch so lange gekühlt, bis wir es abholen und ja, dann sortieren wir es nochmal durch. Das ist ja oft so, der Tod der Lebensmittel ist oft die Verpackungseinheit. Wenn man das hier sieht, das ist die Verpackungseinheit von wahrscheinlich einem Kilo gewesen. Und wenn da eine faule Zwetsche dabei ist, dann muss das Ganze weggeschmissen werden oder aus dem Laden gehen, weil der Strichcode, der über die Kasse geht, ja dann nicht mehr ein Kilo ist. Und das ist bei ganz vielen Sachen so. Das ist bei den Äpfeln, die zu mehreren verpackt sind, so. Das ist bei den Tomaten, die ja, in größeren Gebinden sind. Also die machen meist, dass die Lebensmittel dann aussortiert werden. Hier in der Königswarte im Hof der Diakonie können alle Bürger ihre Lebensmittel aussuchen. Heute werden zwischen 10 und 15 sein. Am Dienstag, Donnerstag und Samstagabend, wenn hier große Verteilung ist, dann sind es zwischen 40 und 60. Da tut sich schon einiges in Fürth bei uns in puncto Nachhaltigkeit, oder? Ob wir damit die Weltmeere retten können, das sei dahingestellt. Aber wenn jeder ein bisschen damit dazu tut und sich überlegt, woher kommt's, wohin geht's, dann können wir vielleicht doch ein bisschen was tun.